Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part, The Secret World. Ja, im letzten Part haben wir hier für die Sasquatch das Altmetall gesammelt. Und ihr seht, da steht der infizierte Sasquatch schon wieder rum. Und hier lag noch diese Militärkarte und die gucken wir uns jetzt auch einfach mal genauer an, was die denn hier auf dem Schrottplatz macht. Der Kundschafter, ein Soldat von Einsatzteam Alpha, wurde bei einer Aufklärungsmission getötet. Wenn niemand seine Aufgabe weiterführt und erledigt, war sein Tod umsonst. Anscheinend hatte der Soldat noch einige Einsatzziele zu erledigen. Bringen Sie die Arbeit für ihn zu Ende und melden Sie Ihre Beobachtungen dem befehlshabenden Offizier. Ja, das machen wir natürlich. Welche werden wir denn hier? Machen wir die aus, egal. So. Ja, und jetzt sollen wir hier die Karte des Kundschafters angucken. Ich befürchte, das führt uns zu Sarge zurück hier. So, und jetzt, Zombie, zum östlichen Aufklärungspunkt gehen. Ja, da wandern wir mal hin. Oh, ich sehe gerade, ich habe PvP gemacht. Da habe ich die Grafikeinstellung immer runtergeschraubt. Mir fällt das dann immer auf, weil das Gras so merkwürdig aussieht. Das stelle ich hier gleich, wenn ich den komischen Alpha-Kundschafter-Zombie hier kaputt gemacht habe. Stelle ich das mal geschwind um. So kann man ja nicht spielen hier, ne? Das geht so nur auch nicht. Okay. Ah, schön, ja. Schauen wir doch mal. Na zack. Stirb. 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 Oh, ein Anruf. Gute Arbeit. Sauber hingekriegt. Weiter so. Dann winkt ein Platz im Siegerteam, wenn der Staub sich gelegt hat. Ja, sehr schön. Dann haben wir jetzt, welchen Fraktionsrang haben wir denn jetzt dann? Hier muss ich mal gucken. Wir hatten Aufstieg. Oh, Rang 8. Das ist natürlich ausgesprochen sehr, sehr gut, weil dann können wir uns das schnellere Sprinten kaufen. Jetzt gucke ich aber erstmal hier nach den Einstellungen, Grafikoptionen, so. Ja, so sieht das doch schon ein bisschen besser aus hier, würde ich sagen. Okay, jetzt sollen wir hier zum östlichen Aufklärungspunkt gehen. Dann machen wir das. Dann werde ich, wenn der Part hier fertig ist, dann werde ich mir das schnellere Sprinten holen, juhu! Dann geht das ein bisschen schneller, Gott sei Dank. Okay. Zack. Ja, wenn ich das schon wieder sehe hier, ne? Wenn ich das schon wieder sehe. Hier ist so ein Stein. Okay. Bedrohungsanlage am östlichen Aufklärungspunkt ermitteln. Bedrohungslage. Was soll ich denn hier? Soll ich hier jetzt? Was soll ich denn? Hä? Soll ich hier jetzt was kaputt machen, oder was? Das kann ich. Ausnahmsweise. Soll ich die hier kaputt machen, oder was? Die gehörten aber eigentlich zu der anderen Quest. Ja, egal. Machen wir's. Machen wir einfach mal kaputt und gucken wir mal. Na los. Schauen wir mal. Oh Gott, wenn ich die Akaps da unten schon wieder sehe. Ne, ich sag es euch. Egal. Wie schon so lieb in den Kommentaren geschrieben wurde, ne? Man lernt ja die Akaps lieben tatsächlich in den Szenarien, denn da sind es ja... Ja, die sollen wir kaputt machen. Da sind das ja eher die einfacheren Gegner. Das ist übrigens sehr schön. Die kämpfen anscheinend gegen ihren schlechten Ruf, die ollen Akaps. Oh Mann, oh Mann. Ja. Huch. Übrigens gehört, dass Tokio jetzt irgendwann im Laufe des Februars aufgespielt wird auf den Test-Live-Server. Ich habe zu Tokio auch so ein kleines Video gemacht. Das kam am Montag online. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ne? Also nur so als kleiner Hinweis, da habe ich ein kleines Review gemacht zu dem Add-on in dem Projekt Neues Jahr, neue Games, unsere Highlights. Da haben wir uns mit ein paar YouTubern zusammengetan und stellen so unsere Spiele-Highlights bzw. Add-on-Highlights vor. Und bei mir ist es natürlich The Secret World. Was soll es denn auch sonst sein, ne? Was soll das bei mir sonst sein? So, den südlichen Aufklärungspunkt machen wir auch. Oh, ich springe hier überall runter, ne, Geronimo. Und dann, ja, ich wollte gerade sagen, und dann pulle ich wieder irgendwas hier, ne? Man weiß das ja bei mir schon. So. Was haben wir denn hier Schönes zum Kaputtmachen? Guten Tag. Oh, ein paar Wendigos. Oh, ein paar viele, wa? Ach du Scheiße. Ja, das sind wirklich ein paar viele. Da habe ich ja wieder
Gut gepult. Oh Gott, und meine Tränke nicht auf Shortcut und überhaupt alles ganz schrecklich. Okay. Hoffentlich zählen die jetzt wenigstens. Sonst bin ich aber not amused. Ja, die zählen aber, alles klar. Ja, 4 Stück sind da vielleicht auch ein bisschen viel gewesen, ne? Egal. Egal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt noch einer. Der wird es ja wohl auch noch hinter sich bringen. So, also ihr seht, 4 Mobs gehen, ne? Aber wie, ne? Mit Ach und Krach. Okay. Looten, nicht vergessen. Looten, looten, looten. Huch, was haben wir denn noch, ein Wendigo? Okay, jetzt sollen wir nordwestlich. Alles klar, dann gucken wir mal im Nordwesten, was da so Phase ist, ne? Ach Gott, wie viele Wendigos rennen denn hier rum? Das habe ich aber hier gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Okay, egal. Oder müssen wir hoch? Scheiße, okay. Lass mich mal vorbei hier. Nein, ich möchte nicht gegen dich kämpfen, bitte, danke. Ach, das sieht doch nach Akaps aus, ne? Nee, keine Akaps, diese komischen Zombie-Viecher. Die krabbeln sie da alle raus, ne? Also, ich weiß ja nicht. So. Ja, hier waren wir doch auch schon mal. Hier waren wir doch schon mal, als wir die Quest mit den Steinen gemacht haben, wo wir die Runen gesucht haben. Da sind wir hier schon mal gewesen auch. Ja. Und dieser diesige Nebel, ne? Man sieht ja nichts. Übrigens, sehr, sehr cool. Ich hatte ja in dem Part, wo ich den Strandspaziergang gemacht habe, hier nachgefragt gehabt. So, jetzt muss ich erstmal recken. Erstmal ein Taco. Habe ich ja nachgefragt, ob man in Maine denn wirklich Wale beobachten kann. Und da war jemand so fleißig und hat das tatsächlich rausgesucht, dass man da tatsächlich Wale beobachten kann. Da gibt es das also wirklich in Maine. Da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Aber ja, gibt es. Also haben die Entwickler hoch sich nicht ausgedacht, sondern das ist tatsächlich Fakt. Das finde ich sehr cool zu wissen, dass die Entwickler sich da, ja, die machen sich einfach so viel Mühe und so viel Arbeit da, die Fakten mit den Mythen zu vermischen, das ja, muss ich einfach nochmal lobend erwähnen hier. Ich finde es sowieso so nett, dass das ganze Spiel einfach so nah am Spieler ist. Das gefällt mir einfach total. Dass man da immer Kontakt machen kann, aufnehmen kann zu den Entwicklern und Designern und so, wenn man irgendwas hat. Das habe ich neulich auch gemacht und da auch sofort eine total nette Antwort gekriegt, als ich eine Frage hatte hier zu meinem Review. Da war ich einfach so frei und habe einen der Entwickler angeschrieben und innerhalb weniger Stunden tatsächlich auch eine E-Mail zurückgekriegt. Und in welchem Spiel gibt's das schon, ne? Also wo sich der Entwickler, ja, und dem Sarge-Bericht erstatten, wo sich der Entwickler dann die Zeit nimmt, irgendjemanden, der da eine E-Mail schickt, sofort zu antworten. Also das fand ich schon sehr episch. Hallo Sarge. Okay, Bericht senden. Ja, okay, das nehmen wir dann mal. Da steht ja immer das Übliche drin, sag ich mal. Kann ich mal gucken, ob ich noch Punkte verteilen kann. Wo war ich denn am Skillen hier? Nee, da fehlt ein bisschen was. So, jetzt natürlich die Frage der Fragen. Wo machen wir denn weiter? Wir sind auf der Lichtung fertig und wir sind beim Sarge fertig. Ich glaube, wir machen uns da mal auf dem Weg als nächstes ins Franklin-Anwesen. Da laufen wir jetzt. Ach, ich wollte gerade sagen, da laufen wir hin. Ja gut, dann hole ich das Sprinten wahrscheinlich ein bisschen später. Das ist jetzt aber eine mini-kurze Folge geworden. Macht nichts. Ich mache mich auf den Weg zum Franklin-Anwesen. Ach, ihr kennt den Weg noch gar nicht. Na gut, ja, das... ja, dann nehme ich euch auch mit. Dann blende ich jetzt nicht aus. Normalerweise schneide ich ja die Laufwege für euch raus. Aber nee, dann nehme ich euch jetzt mit auf diesem Spaziergang zum Franklin-Anwesen. Und werden wir da weiter questen. Übrigens auch sehr, sehr coole Quests da in dem Franklin-Anwesen. Spielt auch eines der Szenarien. Da, wo es dann auch die Akaps als Gegner gibt. Was auch sonst, ne? Eins meiner Lieblingsszenarien tatsächlich. Also ich mag das Anwesen und das transsilvanische Dracula-Schloss von den Szenarien am liebsten spielen tatsächlich. Also das macht mir am meisten Spaß, finde ich ganz cool. Das ist sehr gut gelungen. Die Wüste gefällt mir nicht so, weil da die Laufwege einfach so lang sind. Das finde ich ein bisschen ungünstig. Aber gut, so hat halt jeder seine Vorlieben, ne? Also ich finde halt das Franklin-Anwesen ganz cool, weil da gibt es nur 2 so Spots.
die man da machen kann, möchte, mag. Ach so, ich muss hier rüber. Das Franklin-Anwesen ist da drüben. Ich habe die Abzweigung verpasst. So, und jetzt seht ihr, hier ist schon wieder alles verseucht von Akabs. Ne, lassen wir uns mal nicht weiter von abhalten. Okay, und das hier ist das sehr epische Franklin-Anwesen. So. Guck mal. Ist der Chick oder ist der Chick? Das, ich finde das so toll, ne? Also ich finde es wirklich, ich finde es richtig, richtig cool. Die Gesundheitsbehörde ist übrigens auch hier. Okay. Ja, und da gehen wir jetzt mal rein. Da haben wir sowieso, was haben wir denn hier? Proben von Venenbrutbeschützern sammeln. Was für Proben soll ich denn hier noch sammeln? Kenne deinen Feind. Ach, das ist die Quest, wo... ja, ich verstehe schon, alles klar. Ja gut, und hier im Franklin-Anwesen, guck mal, hier sind überall Katzen. Der eine oder andere wird sich ans Halloween-Event vielleicht erinnern. Haben die Katzen hier im Franklin-Anwesen auch schon eine Rolle gespielt. Mal da ist ein Kätzchen. Und da sitzt ein Kätzchen. Und da vor der Tür ist ein Kätzchen. Und noch ein Kätzchen. Ganz viele Katzen hier. Ja, aber im Franklin-Anwesen schauen wir uns tatsächlich im nächsten Part um. Jetzt danke ich wie immer sehr fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, auch wenn diese Folge ein bisschen kurz gewesen ist, die nächste wird garantiert etwas länger werden. Denn da werden wir im Haus der Franklins eine Zeitreise unternehmen. Es wird also spannend.